Recht herzlich willkommen zur, ja, ich glaube 39. oder 38. Folge. Ich glaube 39. Ja, wir sind hier am Forschen. Und zwar sind wir schon, ja, hier oben sehen wir es ja, schön weit fortgeschritten. So, keine Ahnung, 80% oder sowas. Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier die Getränke am Laufen haben. Da kommt ein grüner. Da müssen wir gucken, dass es mehr wird. Ich glaube, das ist schon wieder leer, ne? Ne, doch nicht. Aber da fehlen jetzt hier Roboter. Wo werden die produziert? Nirgendwo hier. Da auch nicht. Die können das nicht. Das bedeutet, es müssen blaue gemacht werden. Die sind aber da. Ach so, okay. Da werden grüne Tränke genauso gemacht wie da. Aber da fehlen uns die Roboter. Das heißt, wir bauen hier mal gerade um, denke ich. Auf das. Und dann packen wir die da mal rein. Und haben wir noch Eisenplatten? Nein. Okay, die müssten aber hier oben eigentlich produziert werden. Ja, irgendwie ist das hier ein bisschen komisch. Ah, ich habe es alles auf die Seite gelegt, ne? Und in die Kiste könnte man das auch noch reinlegen, ne? So, dann gibt es auch auf der Seite ein bisschen was. MG-Turm, der hat 100%, der auch. Und jetzt habe ich da aufgefüllt wohl, ne? So, was haben wir denn hier drin? Die brauchen wir. Kommt gerade nachgerutscht. Mauern werden auch produziert, okay. Solarmodule werden nicht gemacht. Panzerbare Munition. Haben wir da. Sind jetzt 19. Brauchen wir 2500 Stück, das ist ja ewig noch. Eisenplatten. Ja. Die werden im Blauen gemacht, ne? Okay. Und da werden jetzt erstmal Dingens Forschungspunkte gemacht. Hier ist alles Sonne, bis auf die Elektroteile. Jetzt machen wir zweimal das. Das ist auch Blödsinn, ne? Würde ich eher sagen, dass wir das machen, ne? Und die werden gerade produziert, dann lass es mal da drinnen. Kupferplatten können wir da noch reinschmeißen. Und Elektroteile fehlen uns. Die wurden eigentlich hier gemacht, ne? Nee, nicht mehr. Und da auch nicht. Das bedeutet, müssten sie wieder anschieben, dass sie gemacht werden, ne? Stahlplatten, da hätte ich noch zwei im Angebot. Elektroteile kommen dann. Die werden hierfür gebraucht. Wieso werden denn hier keine? Okay. Wo ist denn bitte schön? Ne, hier hinten ist es. Ne, ist es nicht. Ah, hier vorne ist es, okay. Dafür brauchen wir Kupferplatten. Ich glaube, da müssen wir mal woanders einen aufbauen. Ich baue den, denke ich mal, hier gerade weg. Und den stelle ich mal hier unten hin. Ja. Treibstoff fehlt dem. Die laufen aber nicht mit Strom, sondern mit Kohle. Jetzt muss ich da irgendwie die Kohle hinkriegen, ne?
Da so. Geht das? Ja. Geht bis dahin. Der würde da nicht funktionieren. Das ist also auch eine schlechte Idee. Aber wir können das mit diesem Knickarmroboter vielleicht. Nee, mit dem nicht. Das ist ein kurzer. Das wäre so, ne? So, das passt. Habe ich doch eben den einen abgebaut, oder? Habe ich das nicht gemacht, doch. Achso, da war kein Platz mehr hier wahrscheinlich und deswegen ging das nicht. Der hat da keinen Strom. Jetzt hat er Strom. Kann er da drauflegen? Und jetzt käme die Kohle dahin. Das passt also. Der Ofen kriegt Benzin. Alles gut. Und jetzt müssen wir nur gucken. Das wieder raus und rein machen noch. Wir könnten hier oben... Oh, eigentlich lasse ich da erstmal stehen. Aber ich hab... da muss ich noch anders aufbauen. Das kommt da weg. Das heben wir mal auf. Jetzt muss ich den so platzieren, dass das geht. Das wäre so. Nein, der ist verkehrt. Das wäre das Richtige. Gut. Der Ofen. Komm mal dahin. Kohle ist auch da. Und das kommt da mal gerade rein und dann gucken, ob das, ja, das geht. Ich kann noch nichts dazwischen legen, ne? Dann müssen wir noch, wo ist der andere Roboter jetzt wieder hin? Ne, das war so rum. Da wird jetzt Kohle draufgelegt. Okay, das läuft. Der fabriziert das. Nur wir können irgendwie nichts absetzen. Das ist gerade ein Problem. Können wir so ein Teil noch bauen? Eisenplatten fehlen uns da, okay. Wo kriegen wir Eisenplatten her? Eigentlich hier oben. Läuft aber nicht mehr.
Okay, hier sind die Eisenplatten drin, auch schön. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, 1000 brauchen wir denn davon? Jetzt haben wir schon mal 1248, das ist ja fast schon die Hälfte. Also ich muss einen Roboter bauen. So einen. Und den muss ich so rumdrehen. Ich müsste die beiden umgekehrt machen, ne? Der nimmt ab. Und der legt hin, weil da müsste ja Platz sein zwischendurch, dann wenn er was wegnimmt, ne? Genau. Okay, läuft wohl. Interessanterweise kann er nicht immer ablegen, oder was? Naja. Insgesamt läuft sie auf jeden Fall. Dann funktioniert das hier wohl auch, oder? Ja. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert das eigentlich auch. Aber es hapert an Stahlplatten gerade. Aber da haben wir ja auch noch welche hier, ne? So, jetzt gibt's wieder Elektrobauteile. Und was fehlt hier? Rote Tränke fehlen. Werden hier nicht gemacht, die werden eigentlich hier irgendwo gemacht. Ja, aber doch nicht hier. Dann da. Gut, wird wohl produziert, ne? Ja, okay, die sind auf dem Band drauf, das brauchen wir jetzt nicht machen, behalten wir mal. Und dann sollte es wieder hier bei der Forschung weitergehen, oder? Grüne Tränke sind wohl wahrscheinlich überall drinne. Ja. Dann hapert's noch an den roten, die da jetzt aber kommen. Drei hat er jetzt. Den grünen hat er jetzt auch genommen, den roten nimmt er auch. Es wird kein zweiter zurzeit angeschmissen. Aha, vielleicht haben wir jetzt mal Glück, dass einer durchrutscht, ja. So, zweite geht auch. Okay. Da rutscht der zweite auch durch. Und dann kommt noch einer vorbei, der wird auch abgenommen. Sieht gut aus. Läuft jetzt. Gut, okay. Macht so den Eindruck, als ob das jetzt funktioniert. Werden hier Elektroteile gemacht? Ja, werden auch gemacht. Läuft. Was hatten wir hier? Ein Kupferdraht. Der funktioniert auch. Hier werden die Roboter gemacht. Hier läuft irgendwie nichts, weil wahrscheinlich hier die fehlen, ne? Na, nee, die Elektroteile sind so das. Tatsächlich 5 Stahlträger, der Elektroteile fehlen. Und die kommen gar nicht so weit durch, ne? Die werden hier schon abgefangen. Okay, da ist jetzt einer mal durchgekommen. Der läuft da noch nicht mal lang. Wer räumt denn hier auf? War doch eben ein Elektroteil, oder? Na,
Das wäre schön gewesen, wenn man das einfach so hier so rüber machen kann, ne? Aber das ist wohl. Ach so, doch, ja, mit Steuerung war das, ne? Wunderbar. Kupferplatten, Eisenplatten. Ist da oben was passiert? Ich glaube jetzt nicht mehr, ne? Die müssten jetzt leer sein. Naja, 19, 20, 29 davon sind da drunter gelandet. Ja, das nehmen wir mal raus. Gut. Stahlträger ist knapp, ne? Aber das kriegen wir alles in den Griff. Rote Tränke sind noch da. Ja, ist jetzt sogar der dritte aufgegangen. Wunderbar, passt. Das würde bedeuten, wir sind erstmal soweit versorgt. Und ich gehe mal zum Auto und in der nächsten Folge würde ich sagen, fahren wir nach oben und holen wieder Eisenerz, was wir dann brauchen. Und für diese Folge soll es dann halt reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.